Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde und Sympathisanten der AfD, wir haben Mitte Juli 2022 und können festhalten, dass die Sanktionspolitik des Westens gegenüber Russland komplett gescheitert ist. Meine These heute Abend ist, der russische Staatshaushalt erzielt trotz Sanktionen deutliches Plus. Es ist nicht nur eine These, sondern eine Feststellung. Ich wünschte mir, diese Nachricht käme von einer russischen Propagandaseite, doch die Quelle ist der Deutschlandfunk. Russland hat nach offiziellen Angaben im ersten Halbjahr trotz Krieg und Sanktionen einen Haushaltsüberschuss von mehr als 20 Milliarden Euro erzielt. Es ist eine bittere Wahrheit, die wehtut, aber die auch viele Sanktionsgegner früh vorausgesagt haben. Hintergrund ist der gestiegene Ölpreis, von dem Russland profitiert. Die westlichen Sanktionen haben bislang vor allem den Import westlicher Waren nach Russland erschwert. Aber wie lange soll Deutschland das noch durchhalten, während Länder wie beispielsweise China oder auch Indien fröhlich weiter Geschäfte mit Russland machen? Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir einmal festhalten, haben die Sanktionen jetzt was gebracht oder nicht? Herr Kissler, wie sehen Sie das? Naja, sie haben mit Sicherheit nicht so viel gebracht, wie man sich am Anfang versprochen hat und wie es auch verkündet worden ist. Ich habe heute noch im Ohr, Frau Annalena Baerbock, unsere Außenministerin, sagt, diese Sanktionen werden Russland in den Ruin treiben. Also Russland werde ruiniert, das heißt, wird überhaupt ausfallen als weltpolitischer, ökonomischer Player. Davon kann ja überhaupt nicht die Rede sein. Man hat halt einfach von deutscher Seite den Mund zu voll genommen. Russland kann mit China Handel treiben, mit Indien. Wir wissen, dass die Mehrzahl der Bevölkerung der Welt an der Sanktion überhaupt nicht beteiligt ist. Das heißt, man hat den Mund, ich muss wiederholen, zu voll genommen. Am 28. Juni 2022 lag der Rubelkurs sogar weit vor dem Vorkriegsniveau. Auch mit dem Verzicht auf russisches Gas und Erdöl sollte Putins Wirtschaft ausgetrocknet werden. Schließlich machte der Verkauf von Energieträgern etwa 40% des russischen Staatshaushaltes aus. Doch inzwischen ist Indien zu einem der bedeutendsten Importeure von russischem Rohöl aufgestiegen, importiert seit Kriegsbeginn 800.000 Barrel täglich, verglichen mit 30.000 Barrel noch zuvor. Das Wall Street Journal fand heraus, dass private indische Ölraffinerien Benzin und Diesel aus russischem Rohöl in die USA liefern, ohne deren Herkunft preiszugeben. Ebenso in die Europäische Union. Die diesbezüglichen täglichen Lieferungen erhöhten sich im Quartalsvergleich bereits um ein Drittel. Kurzum, Indien kauft sanktioniertes russisches Rohöl billig auf, veredelt es und vermarktet es dann mit riesigen Gewinnen in die USA und in die EU. Paradox. Außerdem vereinbarten Russland und China im Februar 2022 ein 100 Milliarden Euro schweres Öl- und Gasgeschäft für die nächsten 25 Jahre. Dabei ist die Gasversorgung Europas, insbesondere Österreichs, aber auch Deutschlands, massiv bedroht. Abgesehen davon, dass die Sanktionen in Russland nichts bewirkt haben, zeigt sich nun mit jedem Tag mehr, dass Europa damit sich selbst das eigene Grab schaufelt. Ich meine, wir müssen uns mal vorstellen, der Krieg ist 138 Tage alt und wir Deutschen fangen jetzt an schon zu sagen, ach, das hilft ja alles nichts und genau, das ist schlecht und die Sanktionen und jetzt wollen wir aber nicht mehr. Uns geht es wahnsinnig gut, ja? Ja, dann kämen wir aber ja ein bisschen wieder in die Corona-Schleife. Hauptsache, wir machen was und ob die Wirkung jetzt da ist oder nicht, ist egal. Also müssen die Sanktionen nicht wirklich zielgerichtet sein, um auch Schaden vom deutschen Volk abzuwenden? Nochmal, also entweder macht man Öl- und Gassanktionen oder es wird so weitergehen. Aber generell ist die große Frage, was ist mit Öl und Gas? Ja, da muss ich Ihnen wirklich widersprechen. Ich glaube, Sie wissen nicht, worüber Sie wirklich reden. Bei Öl haben wir einen Boykott, wie Sie wissen. Da sind aber die Deutschen fast alleine da. Alle anderen sagen, wir brauchen das noch, das Pipeline-Öl. Aber wir haben gesagt, okay, wir steigen aus. Beim Gas ist das natürlich völlig anders. Aber ich sage Ihnen mal, solange Ukraine russisches Gas nimmt und an dem durchgeleiteten russischen Gas Geld verdient, sollte mir niemand kommen mit einer moralischen Position, dass wir doch bitte schön als Erste uns von der Klippe zu stürzen haben. Sie wissen nicht, worüber Sie reden. Wir reden über 6 Millionen Arbeitsplätze. Sie werden hier einen Zusammenbruch Deutschlands bekommen. Das fängt beim Brötchenbäcker an. Und das hört bei den Düngemitteln auf. Das hört bei der Chemie fängt es an. Und bei der Stahlindustrie hört es auf. Sie haben flächendeckend Arbeitsplatzverlust. Vor diesem Hintergrund erleben wir gerade eine noch nie dagewesene Doppelzüngigkeit in der deutschen Bundespolitik. Einerseits sehen wir, wie sich die maßgeblichen Vertreter der Bundesregierung in großspurigen Ankündigungen mit immer neuen Sanktionspaketen überbieten. Auf der anderen Seite sehen wir, beim Blick hinter die Kulissen, wie dieselben Regierungspolitiker ihre eigenen Sanktionen nach Möglichkeit wieder umgehen. Wirtschaftsminister Robert Habeck hat seine Anti-Russland-Politik bereits 2016 im Wahlkampf klar umrissen.
Der Stopp von Nord Stream 2 wurde direkt nach der Amtseinführung der Ampelkoalition auf den Weg gebracht, indem Genehmigungen zur Inbetriebnahme der Pipeline willkürlich zurückgenommen oder ausstehende Genehmigungen gar nicht erst erteilt wurden. Bereits Nord Stream 1 war umstritten. Der russische Präsident Putin und Kanzler Schröder verteidigten die Pipeline im Jahr 2004 gegen Kritik. Schon damals sprachen Kritiker von einer Abhängigkeit, die entstehe. Bei der Vertragsunterzeichnung im Juli 2004 waren auch die deutschen Firmen Wintershall und E.ON mit von der Partie. Gerhard Schröder bestritt Nachteile für andere Länder. Diese Zusammenarbeit ist gegen niemanden gerichtet, sondern dient deutschen Interessen und dient russischen Interessen. Und ich wüsste nicht, was daran falsch sein sollte. Angela Merkel diskutiert damals noch als CDU-Vorsitzende die innenpolitischen Bedenken mit Wladimir Putin auf Russisch. Sie wird am 22. November Bundeskanzlerin und befürwortet die Pipeline deutlich. Es ist ein strategisch wichtiges Projekt und ich befürworte dieses Projekt außerordentlich und es ist energiepolitisch natürlich von allergrößter Bedeutung. Litauens Präsidentin Grybauskaitė: Wir sehen es als geopolitisches und nicht als wirtschaftspolitisches Projekt, auch nicht als Energieprojekt. Unsere Position hat damit zu tun, dass wir schlechte Erfahrungen gemacht haben. Wir wissen, was es bedeutet, wenn man von einem einzigen Energielieferanten abhängt, der Russland heißt. Eine Alternative zu Pipeline-Gas unterstützen die Gegner Nord Streams besonders. Flüssiggas, das Tankschiffe befördern. Größter Profiteur, die USA. Die USA verschärfen mittlerweile den Ton. Auf der Münchner Sicherheitskonferenz am 16. Januar 2019 erklärt Vizepräsident Pence die Pipeline zur Bündnisfrage. Wir können die Verteidigung des Westens nicht garantieren, wenn unsere Bündnispartner sich vom Osten abhängig machen. Beim Polenbesuch am 2. September 2019 dann eine weitere Eskalation. Vizepräsident Pence erklärt Nord Stream 2 zur Gefahr für die Sicherheit Europas. Russland versuche, die Bündnispartner auseinanderzutreiben. Die USA gehen im Kampf gegen Nord Stream 2 noch einen Schritt weiter. Sie warnen die beteiligten Firmen. Die Sanktionsdrohungen betreffen Unternehmen aus Norwegen, den Niederlanden und Deutschland. Auf Rügen geht die Angst um, denn neben dem Tourismus lebt die Insel von Hafen und Handel. Die neue Fährverbindung, die an diesem Morgen nach Schweden eröffnet wird, ist dringend nötig, um Arbeitsplätze zu sichern. Setzen die USA die Sanktionen um, dann ist die ohnehin schwache Wirtschaft gefährdet. Und bis heute hat die Pipeline viele Gegner, zum Beispiel die Ukraine. Über sie fließen aktuell etwa 40% der russischen Gasimporte in die EU. Russland zahlt der Ukraine dafür Transitgebühren. Durch Nord Stream 2 aber könnte der Ukraine ein Teil davon dann entgehen. Aber auch viele andere europäische Länder sind keine Fans von Nord Stream 2, eigentlich aus ähnlichen Gründen wie die Ukraine. Manche, weil durch ihre Länder bereits Pipelines nach Europa verlaufen und auch sie haben Angst, dass ihnen Transitgebühren entgehen. Die lautesten und mächtigsten Gegner des Projekts sind aber die USA. Sie drohen allen Firmen mit Sanktionen, die sich am Pipeline-Bau beteiligen. Offizielle Begründung: Europa und ganz besonders Deutschland müsse vor russischer Einflussnahme geschützt werden. Vor allem geht es aber wohl darum, US-amerikanisches Fracking-Gas nach Europa zu verkaufen. Eine teure und besonders umweltschädliche Alternative. Diese Gaspipeline Nord Stream 2 spaltet Europa. Die Pipeline untergräbt die strategische außenpolitische Souveränität und sie konterkariert die europäischen Klima- und Energieziele. Entziehen Sie dieser Pipeline endlich Ihre politische Unterstützung. Jetzt ist der Moment gekommen, Farbe zu bekennen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Deswegen sind Sie dafür verantwortlich, jetzt zu entscheiden, diese Pipeline darf es nicht geben. Diese Pipeline ist nicht nur eine Wette gegen die europäischen Klimaziele, weil sie erhöhen den Gasbedarf, sie destabilisiert auch die Ukraine. Denn wenn Sie nicht zusätzlich mehr Gas wollen, dann wird die Ukraine-Leitung abgeschaltet und die Verpflichtung besteht nur noch bis 2024.
Wir sprechen hier über ein großes Infrastrukturprojekt, das eben nicht allein ein russisches Projekt ist, sondern ein Infrastrukturprojekt im Interesse von Deutschland, von Westeuropa. Milliardenschwer, 97% sind bereits fertiggestellt, mehrfach durch ein rechtsstaatliches Genehmigungsverfahren gegangen. Und dass Sie, sehr geehrte Damen und Herren der Grünen, jetzt kommen und mit einem Satz hier im Bundestag ohne Begründung dieses Projekt stoppen wollen. Man kann unterschiedlicher Meinung zur Ostsee-Pipeline sein, aber für eine Partei, die gerne in Regierungsverantwortung will, würde ich mir mehr Anspruch wünschen in der Sachlichkeit und Differenzierung. Internationale Konflikte herbeireden, eine Obsession sogar. Ein unerhört scharfer Angriff in Richtung Grüne, die Nord Stream 2 als geopolitische Umgehung sehen, als Umgehung der Ukraine, die Russland vorantreibt, um im Nachbarland freie Hand zu haben. Heftig widersprechen beide Koalitionspartnerparteien der SPD. Der Ukraine-Konflikt lieferte der Bundesregierung im Februar die perfekte Ausrede dafür, die Pipeline dauerhaft nicht in Betrieb zu nehmen. Wenn die Grünen als Oppositionspartei den Menschen das Blaue vom Himmel versprechen konnten, finden sie sich nun zunehmend in einer Situation wieder, in der sie mit den fatalen Auswirkungen ihrer unsinnigen Energiepolitik zulasten der Industrie und der Haushalte konfrontiert werden. Und ein Satz zu den Herren der AfD. Mecklenburg-Vorpommern findet es richtig, dass wir aus Atomenergie aussteigen und Kohlekraft. Sie sind von vorgestern. Wir wollen nicht zurück in das Gestern. Wir wollen nach vorne und eine echte Energiewende schaffen. Wie dramatisch die Versorgungslage ist, das zeigt jetzt diese Entscheidung. Der grüne Minister Habeck, der Minister, der wie kein anderer auf erneuerbare Energien setzen will, der reaktiviert jetzt Kohlekraftwerke. Der grüne Minister, der wieder auf Kohlekraftwerke setzt. Da kann sich Robert Habeck vor den arabischen Scheichs noch so tief bücken. Das russische Erdgas können auch die Scheichs nicht ersetzen und schon gar nicht zu einem vergleichbaren Preis. Die Bundesregierung stellte erst die Zahlung auf Rubel um, so wie es Putin eingefordert hat, und umging damit das vollmundig verkündete Sanktionsregime. Als die turnusmäßige Wartung der Turbine von Nord Stream 1 anstand, dichtete die Bundesregierung Putin an, dass dies eine politische Entscheidung Russlands sei, also ein Vorwand, um Europa das Gas abzustellen. Allerdings liegen die Fakten mittlerweile auf dem Tisch. Kanada, wo die Turbine gewartet werden sollte, hat sich zunächst geweigert, die Turbine wieder an Russland zurückzusenden. Doch Habeck machte bei den Kanadiern Druck. Das Ergebnis ist, dass die Turbine nach Deutschland geliefert wird und von hier aus weiter an die Russen. Selenskyj hat bis zum letzten Augenblick versucht, die Lieferung der Turbine nach Deutschland zu verhindern. Was maßt sich dieser Präsidentendarsteller eigentlich an? Die Ampelkoalition will als Reaktion auf die selbst herbeigeführte Energiekrise mit einem Gesetzespaket den Ausbau der erneuerbaren Energien noch schneller vorantreiben. Das war das Hauptthema der vergangenen Woche im Deutschen Bundestag. Die AfD hat in dieser Debatte immer wieder darauf hingewiesen, dass der gleichzeitige Ausstieg aus Kohle und Atom und der zunehmende Einsatz von Elektroautos beim gleichzeitigen Gaslieferstopp von Russland für Deutschland nicht zu verkraften ist. Davon abgesehen, dass der Flatterstrom aus Solar- und Windkraftanlagen die Grundlage der jetzigen Krise bildet, sollen jetzt auch die letzten Umweltschutzstandards fallen, um das dicht besiedelte Deutschland mit weiteren Windrädern vollzumüllen. Dabei sollen sogar Waldgebiete geopfert werden. Diese Windräder sind umweltschädlich. Außerdem gehen von ihnen gesundheitliche Risiken durch den Schattenwurf und die Infraschallwellen aus, unter denen viele der Anwohner zu leiden haben. Zudem kommt der Wertverlust der Immobilien. Der grüne Kreisvorsitzende von Schleswig-Flensburg, Rainer Borcheding, ausgerechnet aus dem Wahlkreis von Robert Habeck, ist daraufhin aus Protest zurückgetreten. Er sagte, Zitat, die neuen Wind- und Naturschutzgesetze auf Bundesebene, an denen Robert Habeck als Wirtschaftsminister maßgeblich mitgewirkt hat, sind in ihrer Wirkung auf die Artenvielfalt für mich unerträglich. Zitat Ende.
Borcherding sagte, dass er Robert Habeck schon länger kenne und weiter, Zitat, es war immer mein Eindruck, dass für ihn der Naturschutz keine Herzenssache ist. Zitat Ende. Ein richtiger Grüner, die über viele Jahre den Umweltschutz propagiert haben, ist Robert Habeck sicher nicht. Meiner Meinung nach setzt Robert Habeck ungeachtet aller kritischen Argumente einfach nur die amerikanische Geopolitik in Deutschland durch. Die Umwelt, Deutschland oder die Interessen der Deutschen sind ihm dabei völlig egal. Die Grünen sind die größten Kriegstreiber und die größten Einpeitscher der unsinnigen Energiewende. Das alles mit dem Ziel, die deutsche Wirtschaft zu zerstören und als Konkurrenz für die USA auszuschalten. Und das bei voller Rückendeckung aus der regierungsnahen Mainstream-Medien. Christian Lindner heiratete die Weltjournalistin Franka Liefeld und feierte eine pompöse Traumhochzeit auf Sylt, während der Bundestag zur gleichen Zeit die katastrophalen Folgen der Inflation zur Verarmung breiter Bevölkerungsschichten diskutierte. Da frage ich mich wirklich, was in Lindners Kopf eigentlich vorgeht. Während Bundeskanzler Scholz und Wirtschaftsminister Habeck dem Volk verkünden, dass die Deutschen ärmer werden und im Winter noch nicht einmal die Warmwasserversorgung gewährleistet ist, feiert der FDP-Finanzminister eine dermaßen protzige Hochzeit, die selbst in wirtschaftlich guten Zeiten für einen deutschen Regierungsvertreter nicht angemessen ist. Friedrich Merz, der Bundesvorsitzende der CDU und Lobbyist des Großkapitals, der auch mit seiner Politik dafür sorgt, dass sich die Deutschen den motorisierten Individualverkehr immer weniger leisten können, reiste, um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, im eigenen Privatjet an. Doch die Botschaft an die Bevölkerung lautet, ihr sollt gefälligst mit dem Öffentlichen fahren, wegen der angeblich bevorstehenden Klimakatastrophe, die sie einige Berufsschwindler von der Regierungsbank den Menschen ständig weismachen wollen. Die Bürger sollen auf Grundlage dieses Betruges ihren Wohlstand und ihre Freiheit aufgeben. Diese Politikerkaste der sogenannten etablierten Parteien ist dermaßen dekadent, dass sie sich nicht einmal mehr vorstellen kann, wie ihr Verhalten auf die arbeitende und steuerzahlende Bevölkerung wirkt. Die Bundesregierung lebt in Saus und Braus auf Kosten der Steuerzahler und inszeniert sich öffentlich mit ihrem zur Schau getragenen Reichtum. Gleichzeitig verfolgen sie eine Politik, die die Steuerzahler verarmen lässt. Bei aller Kritik müssen wir aber anerkennen, dass die Deutschen diese Leute mehrheitlich gewählt haben. Jetzt sollen in Deutschland Wärmehallen für den Winter errichtet werden. Diese Politik, die seit den 90er Jahren, seit der Ernennung von Angela Merkel als Umweltministerin in Deutschland betrieben wird, hat die Energiesicherheit Deutschlands systematisch kaputt gemacht. Werfen wir nun einen Blick in andere Länder. In den Niederlanden führen Bauernproteste zu Ausnahmezuständen, über die in deutschen Mainstream-Medien nur rudimentär berichtet wird, die jedoch große Sprengkraft besitzen. Warum protestieren die niederländischen Bauern? Der Hintergrund sind die neuen Umweltauflagen der Europäischen Union. Die Umsetzung dieser Klimaauflagen in Bezug auf die Stickstoffreduktionen soll nach Berechnungen der niederländischen Regierung circa jedem dritten Bauernhof die Existenz kosten. Wie der Sprecher der deutschen Organisation Landschaft Verbindung in einem Video erklärte, würden die niederländischen Bauern vor die Wahl gestellt, entweder den Betrieb freiwillig aufzugeben, zweitens eine Entschädigung anzunehmen mit der Maßgabe, nie wieder als Bauern tätig zu werden, oder die dritte Option zu wählen, die Zwangsenteignung der Höfe. Das ist der linksgrüne Zwangsstaat, den keiner will, aber der auch Deutschland droht, wenn man die Ampel einfach so weitermachen lässt. Die wütenden holländischen Bauern unterstellen der niederländischen Regierung, dass es ihr in Wahrheit darum ginge, sich das Land der Bauern günstig unter den Nagel zu reißen, um daraus Bauland zu machen. Die EU-Eliten arbeiten offensichtlich daran, nach der Energieversorgung nun auch eine Lebensmittelkrise herbeizuführen. Aber auch in anderen Teilen der Welt gehen die Menschen gegen ihre Regierungen auf die Straße.
So auch in Sri Lanka. Dort wurde der Präsidentenpalast gestürmt und die Regierung ins Ausland vertrieben. Der Grund für die Proteste sind Lebensmittel- und Treibstoffengpässe, die durch die Staatspleite Sri Lankas veranlasst wurden. Sri Lanka hat Präsident Gotabaya Rajapaksa angesichts dramatisch zugespitzter Proteste und der Erstürmung seiner Residenz seinen Rücktritt angekündigt. Die Bevölkerung wurde aufgerufen, das Gesetz zu respektieren und den Frieden zu wahren. Durchaus friedlich hatten sich zuvor am Samstag Demonstranten im Amtssitz des Präsidenten aufgehalten, im Fitnessbereich, im Swimmingpool, bei einem Nickerchen im Garten. Das Privathaus von Ministerpräsident Ranil Wickremesinghe wurde indes in Brand gesetzt. Auch er hatte seinen Rückzug angekündigt. Der Protest hatte sich seit Monaten hochgeschaukelt. Viele der 22 Millionen Bürger sind äußerst unzufrieden. Das Land ist in der schwersten Wirtschaftskrise seit der Unabhängigkeit 1948. Es mangelt unter anderem an Lebensmitteln, Treibstoff und Medikamenten. Auch in Bulgarien musste der Regierungschef gehen. Und in Italien gibt es die ersten wütenden Proteste. Auch wenn solche Proteste in Deutschland aktuell noch undenkbar erscheinen, ganz auszuschließen sind sie aber nicht. Robert Habeck sagte bei einer Veranstaltung der bayerischen Wirtschaft in München, ungefähr 50% der Gesellschaft liefen, Zitat, auf eine Situation zu, in der sie weniger verdienen, als sie ausgeben. Zitat Ende. Vor chaotischen Zuständen fürchtet sich auch die Bundesregierung. Und das zu Recht. Der deutsche Wohlstand wurde seit den 50er Jahren auf billiger russischer Energie aufgebaut. Auch die ganze EU beruht letztlich auf dem deutschen Geld, das in der EU umverteilt wird und den zerstrittenen Laden überhaupt erst zusammenhält. Wenn die russischen Energieträger ausfallen, funktioniert das deutsche Geschäftsmodell nicht mehr. Damit bricht jedoch auch die Basis der gesamten Europäischen Union weg. Man kann es nicht anders sagen. Die Verantwortlichen sind mit beiden Händen an dem Ast, auf dem sie immer noch sitzen. Vielen Dank für Ihre geschätzte Aufmerksamkeit.